Am Wochenende hat die Karrieremesse Meet and Compete in der Halle des Dresdner Sportclubs stattgefunden. Über 40 Aussteller waren vor Ort, um Angebote für Ausbildungen und Studiengänge zu präsentieren. Natürlich geht es bei unseren Sportlern nicht nur um den Sport, sondern auch die Frage, was ist dann mal nach dem Leistungssport, was kommt dann nach dem Sport. Von daher wollen wir natürlich auch unsere Sportler bei unserem Partnerunternehmen, bei ganz vielfältigen Unternehmen auch anbieten als ehrgeizige, motivierte Mitarbeiter, duale Studenten und Auszubildende. Wir sind als Verein nicht nur dafür da, sie sportlich zu betreuen, sondern auch weiterzuführen. Und natürlich sind wir auch fürs Netzwerk der ganzen Partner hier mit dabei, damit sie auch wissen, sie haben in uns einen verlässlichen Partner, um die zukünftigen Auszubildenden oder Studierenden zu finden. So eine Messe im sportlich lockeren Ambiente bietet den Ausstellern gute Möglichkeiten, um mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen. Also wir sind heute hier, um uns ein bisschen vorzustellen bei angehenden Auszubildenden oder Studieninteressenten. So, um so ein bisschen unsere Leistung so mal ein bisschen aufzuzeigen und Interesse bei der Altersgruppe halt ein bisschen zu schüren. Also wir suchen viel Kontakt zu anderen Sportvereinen in Dresden, auch zum DSC, zum Dynamo, zu den Monarchs. Einfach weil uns wichtig ist, der Stadt Dresden zurückzugeben und da im engen Kontakt zu sein, einen Austausch zu haben mit dem Netzwerk, mit den Sponsoren, die es da auch drumherum noch gibt. Wir sind offizieller DSC-Bildungspartner und gerade eben in der Schule werden dann nicht so Dinge erklärt, was ist die wirkliche Motivation, was ist das Ziel im Leben. Und durch unsere Seminare haben wir die Möglichkeit, die Jugendlichen in ihrer ganzheitlichen Persönlichkeit weiterzuentwickeln und da eben einen klaren Fokus für die Zukunft zu entwickeln. Ich denke, dass Sportler immer einen Teamgeist haben, der für die Ausbildung heutzutage natürlich sehr, sehr wichtig ist. Und ansonsten brauchen natürlich auch die Sportler eine Alternative, falls es mit der Karriere dort nicht weitergehen sollte. Und ich denke, da haben wir ein breites Programm, wo wir von Abitur über Ausbildung und Studium viele Möglichkeiten haben. Besonders für Sportler, die in den Profibereich vordringen, ist die Kombination aus beruflicher und sportlicher Laufbahn nicht immer einfach. Doch mit genug Eigeninitiative und Unterstützung des DSC finden die Sportler ihren Weg. Idealerweise macht man es ja parallel zur schulischen Ausbildung schon, den Sport. Und danach muss man den Übergang natürlich schaffen ins Berufliche. Und da gibt es mit der gestreckten Fachoberschule in Dresden eine gute Variante. Es gibt die Uni, die es unterstützt. Und natürlich kann man auch den Weg zur Bundespolizei, Bundeswehr, zur Landespolizei finden. Und dann kann man eben die Ausbildung mit dem Sport sehr, sehr gut verbinden, auch den Hochleistungssport. Man braucht halt zumindest einen Arbeitgeber, der einen da gewisserweise irgendwo entgegenkommt, beziehungsweise vielleicht ein bisschen unterstützt auch. Das wäre natürlich der Optimalfall, aber ich glaube, ich bin das beste Beispiel, dass sowas möglich ist. Ich habe selber mit 16 Jahren eine Berufsausbildung gemacht, war dann noch 5 Jahre in Teilzeit weiter angestellt und bin halt trotzdem dann in die europäische und Weltspitze irgendwo vorgedrungen. Und ich glaube, das ist für gerade die jüngeren Leute ein ganz gutes Beispiel, dass es möglich ist. Es gibt ein paar Wege, wo man das gut kombinieren kann. Zum Beispiel mein Weg ist gerade, dass ich ein Fernstudium mache und halt alles selbstständig planen kann und halt so mir die Zeit gut einplanen kann, dass ich mein Training perfekt schaffe. Ja, der DSC guckt natürlich, dass er seine Sportler gut unterbekommen kann und auch mit solchen Aktionen, wie sie heute hier stattfinden, ist es eine total coole Möglichkeit für uns. Zum Rahmenprogramm der Messe gehörten natürlich auch sportliche Performances, unter anderem von Sarah Sani, die schon länger mit dem DSC verbunden sind. DSC und wir gehen natürlich auch schon ein paar Jahre miteinander diesen Weg. Zum einen natürlich als Promoter-Team füreinander, zum anderen natürlich auch, um so Geschichten zu machen, wie wir haben es ja gesehen, die kleinen Akrobatinnen, die heute gezeigt haben, was sie können, dass man die Artisten, die eigentlich schon, sag ich jetzt mal, auf der Bühne sind, reif sind, feingeschliffen sind, mit den jungen Herzen und den sag ich jetzt, neuen Artisten zusammenbringt und auch zeigt, es ist natürlich auch für die Großen immer was Schönes, weil die Kleinen haben immer noch dieses reinere Herz, haben andere Ideen, ne? Die Größeren sind eher schon so, das ist unsere Routine, das machen wir jetzt, ja. Also es ist immer so eine Verbindung, die wir versuchen herzustellen und wer weiß, es kann sein, wir sind immer auf der Suche natürlich, wenn mal was sein sollte, was reinpasst, definitiv, also dazu sagen wir nie nein, ne? Auch wenn die Besucherzahlen durch das gute Wetter und den Streik im Nahverkehr hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, ziehen die Veranstalter eine positive Bilanz und möchten das Event auch im kommenden Jahr durchführen.